In diesem Video das Quartalstreffen 1/20/24 im Hupsis Modellbahnstudio mit feinstem Fahrbetrieb, vielen lustigen Randgesprächen und so manchem Outtake. Hallo und herzlich willkommen von der Mober Manufaktur. Das sind die Pico-Wohnungen, die hast du auch, gell? Die weißen. Dann IC1, ja, die habe ich auch. Die sind schon geil, gell? Bist du zufrieden damit? Sehr. Ja. Was stellst du denn drauf? Funktioniert, weißt du? Also, ich habe einen ESO besorgt mit der Schnittstelle, weil das Glöter, das hat mich dann auch nicht gejuckt. Nein. Finde ich aber auch ein speziell. Ich finde es aber witzig, dass das nicht angeben in der Beschreibung, obwohl es das drin hat. Ja, ich habe extra noch geschaut bei einem Händler. Diesmal mit am Start waren Bernie, der Gastgeber Mike, Jochen kam zu Mittag nach und natürlich ich selbst. Dabei hatte ich folgende Züge: die Baureihe 159 mit AES Autotransportwagen, die Baureihe 101 mit Nightjet und die Feuerwectron in Doppeltraktion mit MRC 182 und mit Hackschnitzelzug. Johannes, gratuliere, ein schöner Zug. Dankeschön, danke, danke. Das geht sich nicht aus. Ja? Bernie hatte einen schönen bunten EC, gezogen von einer 1116 dabei, den IC1, eine 1044er Doppeltraktion mit Schüttgutwagen, den ICET und den 5047. Ganz schön viel Zeug eigentlich. Was ist der nächste? Ich sehe noch mal die draußen, oder? Die? Alles unterwegs. ICE, stopp. Passt. Generell halte ich mich heute mit Kommentaren etwas zurück, da hier der Originalton der Aufnahmen eigentlich sehr viel spannender ist. Ich denke, ihr seht das genauso. Jawohl. Was? Den haben wir noch gar nicht erwischt. Du musst nachher nochmal fahren. Echt? Ja, nicht. Ja, wir haben doch die Partnerschaft. Ja? Ja. Wenn er kommt.
Ja, das ist ja schon fesch. Ist ja schön. Auf dem Dachgarten her. Ja, 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 voll. Hast du gesehen, der Michi war in der Gleiswüste? Hm, ja, gesehen. Ja, jetzt ist er wieder rausgekommen, weil das erste Mal hat er die Eisenbahn gestreikt. Ne? Ja, ja. Jetzt hat er, das dann verlegt, das jetzt. Ja, wenn du schaust, die Gleiswüste hat was gebracht und da hat den Fuß. Von Jochen, Railjet mit 1116 Bundesheer Taurus und eine 1044er mit Schlieren Express. Ja, ist ja klar. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen von diesem tollen Tag. Wir sind gerade über das Viadukt drüber. Hier mit der Schiene. Ja, aber ich habe keine Leitung und Rumpf. Es ist immer wieder dementsprechend zu mir, eine Zuleitung für uns. Gut, bei deinen sanften Bögen neigt sich nicht einmal. Na ja, ja schon. Nein, du hast dein Ding, das greift das nicht ab. Wieso? Nein. Ich hab manchmal zu grobe Finger. Der ist eh noch stabil gebaut. Ja, aber trotzdem. Der ICE TS Stäpplen. Ein paar Outtakes gehören natürlich auch dazu, soll ja auch was zum Lachen geben. Leider war Bernies ICET ein wenig zickig und blieb irgendwann einfach auf offener Strecke stehen. Schade, ein sehr schöner Zug, wie ich finde.
Aber ich hoffe, es ist halb so wild und wie ich Bernie kenne, hat er den im Handumdrehen eh wieder repariert. Dann werden wir in die Schachtel eliminieren. Ich glaube, dass der Motor ist. Oder der Dekoder anzündet. Nein, ich sag, das ist eine kandidate Antwort. Es kann aber auch sein, dass der Motor zu viel Strom für den Dekoder aufnimmt. Meine Pico Baureihe 101 hatte ebenfalls einen Unfall. Der Fahrdienstleiter hatte eine Weiche nicht gestellt, weshalb sie eine stehende Baureihe 103 ungebremst gerammt hat. Leider lief hier die Kamera nicht mit, aber ich sage euch, das war echt ein beeindruckender Crash. Schmerzen. Ich habe immer Angst, dass irgendwas bricht, ne? Den Autzahn. Ja, ich weiß. Ich bin da ganz wie du. Aber es hilft euch hier und damit, gell? Ich bedanke mich beim Gastgeber Mike und allen Teilnehmern für diesen tollen gemeinsamen Modellbahnertag und natürlich auch Mikes Frau für die super Verpflegung. Die Ahnung ist das Gas, da hast du es gehört. Bitte, wir sind da auf einer Fläche von ca. 70 Quadratmeter verbaut. Die Ahnung ist das Gas, sagt er. Ich glaube, ich muss mir irgendeine Nachbarhutschaft einen Gutshof oder was kaufen für ihn. Weißt du das eh? Jetzt könnt ihr gemeinsam und sagen, mehr geht halt immer. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Abo und ein Like da lassen. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!